Hallo ihr Lieben, heute gibt es eine große Überraschung für euch, denn wir haben einen Vlog gedreht über meinen Umzug. Ich bin ganz überraschend umgezogen aus München nach München. Allerdings bin ich leider sehr weit weg von der Sarah gezogen, deswegen müssen wir jetzt mal schauen, wie wir da noch drehen können. Aber ich glaube, das wird schon gehen. Muss ich halt dann mal 2 Stunden durch die Stadt fahren? Nee, so weit ist es gar nicht. Aber wir haben alles mal so ein bisschen gefilmt. Ich habe versucht, so viel wie möglich festzuhalten. Es ging leider nicht, weil es war so stressig. Wir haben irgendwie auf den letzten Drücker gepackt und die Hälfte wahrscheinlich eh noch vergessen. Wir hatten ganz viele nette Helfer und die Sarah hat auch ganz viel gefilmt. Schaut es euch einfach an und bleibt unbedingt dran, denn zum Schluss erfahrt ihr auch, wer bei unserem großen PLL-Gewinnspiel gewonnen hat. 5 glückliche Gewinner gibt es nämlich und ich hoffe, die freuen sich dann. Viel Spaß! Goldi, Danny zieht ja heute auch rum. Leute, wir stehen gerade in Goldis Küche. Zieht euch mal diesen Müll rein. Das ist so eine Messi-Wohnung. Aber das ist nur, weil wir extra für alle Essen gesorgt haben. Und gesagt haben, okay, wir machen jetzt die Brötchen und so. Ja, und weil natürlich alle im Umzugsstress sind. Ja. Aber es sieht richtig schlimm aus. Aber die Zimmer sind langsam leer. Aber ihr seht jetzt genau, wie Goldi ist. So eine Müll. Nein, so schlimm ist sie eigentlich gar nicht. Aber jetzt ist auch gerade noch Chaos, weil es zieht ja nicht nur Goldi aus mit ihrem Freund, sondern es ziehen ja auch alle anderen aus der Wohnung aus. Und schade. Dann wohnst du nicht mehr so nah bei mir, sondern voll weit weg. Mhm. Durch die ganze Stadt in die andere Richtung. Echt scheiße. Aber die Wohnung ist schön, die zeigen wir euch auf jeden Fall auch später. Ja. Und dann können wir da immer viel leisten. Was? Muss ich ja so weit fahren? Ich glaube, ich spinne. So, ich zeige euch jetzt mal Goldis alte Wohnung. Hier war mal das Schlafzimmer. Übrigens hat es total moderne Holzwände. Das ist Goldis aktueller Freund. Aktueller Freund? Scherz. Das ist mein aktueller Freund. Und hier ist Goldis Wohnzimmer. Das sieht jetzt scheiße aus. Und Leute, ich zeige euch den absoluten Trick. Klamotten beim Umzug einfach in Bettbezüge rein. Das habe ich von Sarah gelernt. Ja. Weil dann braucht man keine Säcke. Und die kann man ja später waschen. Hi Marc, du bist in unserem Video. Das sind Vincents Schuhe. Davon hat er aber nicht nur einen Sack, sondern ich glaube 6. Nur seine Schuhe? Ja. Also ich habe 2x6 für Schuhe, er hat 6. Hi Sascha. Der Sascha ist auch da. Hier sind noch unsere alten Paintball-Klamotten, die wir wegtun. Eine Gitarre. Poster. Alles, was man so braucht. So, Danny ist dann weiter. Ich hab mich so erschreckt. Was war das? Ach, er hat die Mopstasche runtergeschmissen. Ach so. So, wir sind immer noch am Packen, warten gerade auf die Jungs, dass die wieder zurückkommen. Die Jenny fährt jetzt gleich zu ihrer nächsten Wohnung. Dann bringen wir da ihre Sachen runter, beziehungsweise sie. Wir kommen jetzt nicht mit. Und dann geht's gleich weiter. Das Schlimmste ist, wir sind gerade erst beim Anfang und ich bin jetzt schon fertig. Ich kann nicht mehr. Ich bin so fertig. So, wir stehen jetzt gerade in der aufgeräumten Küche. Ich muss jetzt erstmal. Ich würde sagen, ich muss jetzt erstmal Kekse essen. Die sind leer. Aber die anderen sind noch voll. Ich habe gerade selbst noch nicht so einen guten Plan. Ich habe einfach nur Angst vor den Schränken. Ich glaube, das wird. Klappt das irgendwie auf? Das wird auch als Video. Du hast den Kaffee über meinen Sofa gekippt. Entschuldigung. So, Sascha wollte eigentlich den Koffer schleppen, aber leider ist alles rausgefallen. Aber, ach, wo kam das her? Kam das überhaupt aus dem Koffer? Ich habe keine Ahnung. Oder kam das aus meiner Kiste? Das kann auch sein.
Oh, Leute, ey, das ist doch ein Jenny. Nee, ist Goldie. Nee, da ist ja Goldie gar nicht drauf. Hä? Oh. So, und jetzt will ich euch natürlich auch ein bisschen die neue Wohnung zeigen. Das hier ist der Ausblick vom Balkon. Ziemlich geil. Und es gibt auch noch so einen ganz zweiten und der geht dann auf die andere Seite. Also hier ist ja der Innenhof. Auf der anderen Seite ist dann sozusagen die Straße und die Stadt und alles. Da sieht man auch ganz viel. Genau, der Balkon ist relativ groß. Seht ihr hier. Dann gehen wir mal rein. Dann ist das die Wohnung. Hier ist die Küche. Also da ist der Ofen, hier kommt die Küche, die ist super cool und das Allercoolste, das habe ich noch nie gesehen, aber es gibt hier einen Wasserhahn, aus dem sofort kochendes Wasser kommt. Ich zeige euch doch mal, wie das geht. Total verrückt. Genau, sonst gibt es hier auch alles, was das Herz begehrt. Dann kommt da unser Bett. Wir schlafen gerade noch auf dem Sofa. Dahinter geht es weiter zu dem nächsten Balkon. Der ist eigentlich noch cooler, also der ist halt viel kleiner. Allerdings hat man da diese Aussicht. Und hier geht's hoch zum Dach, habe ich mich aber auch noch nicht getraut. Ich glaube, das müssen wir irgendwann mal ausprobieren. Hier ist ein Mini-Kleiderschrank bzw. eine Kleiderstange. Dann geht es weiter. Hier ist ein Schreibtisch. Tada! Ich zeige lieber nicht das Innere, ist alles noch chaotisch. Dann geht es hier hoch. Das ist auch ganz cool. Da ist nämlich oben auch noch ein Bett. Also wenn wir Besuch haben, können die da oben schlafen. Allerdings ist es ziemlich klein. Und ich hätte auch ein bisschen Schiss runterzufallen, weil ich sehr unruhig schlafe. Dann geht es hier in das Bad. Ich habe schon meine erste Wäsche gewaschen. Hier ist dann noch ein Schrank. Und ja, Badewanne und alles, was das Herz begehrt. Hier ist mein Schwingzeug. Muss ich irgendwann auch nochmal ein bisschen einräumen. Hatte ich noch nicht ganz so viel Zeit dafür. Hier steht auch noch provisorisch der Fernseher. Wir gucken gerade The Killing, das Finale von der zweiten Staffel, also sehr gut. So, das war die Mini-Room-Tour durch unsere neue Wohnung. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Schaut auf jeden Fall jetzt noch den Abspann, denn da kommen die Gewinner der Pretty Little Liars-Verlosung. Ganz viel Spaß mit den Boxen, wir schicken die auch ganz schnell raus, versprochen. Und ich hoffe, wir können bald mal wieder so eine coole Verlosung machen, denn das haben so viele Leute mitgemacht. Das war wirklich überwältigend für uns, das hätten wir nicht gedacht. Wenn ihr noch mehr von solchen Vlogs von uns sehen wollt, dann gebt uns einen Daumen hoch und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann!